Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Endlich mal wieder mit einem Jurassic World Alive Video. Bevor das Video anfängt, habe ich hier erstmal was. Und zwar ist das Video hier, also nicht das Video, aber ich habe was gesponsert bekommen von irgendwelchen Asiaten. Und zwar Kopfhörer. Link ist unten in der Beschreibung, da gibt es glaube ich 30% Rabatt für euch. Ja, habe ich einfach so geschenkt bekommen. Sage ich natürlich nicht nein. Habe ich gerne angenommen. Wurde auch aus Deutschland oder so geschickt, also keine Probleme mit dem Zoll. So sieht das Ganze aus. Pro Gaming Headset. Cotion Each heißt es. G2000. Moment, ich öffne es mal für euch. So sieht das Ganze aus. Ist eigentlich ganz cool. Können wir es mal kurz aufsetzen. Aber Frisur hoffentlich nicht kaputt machen. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, wurde mir geschenkt. Nehme ich gerne an und 30% Rabatt. Wer Interesse hat, zeige es euch nochmal in der Nahaufnahme. Habe ich meinem kleinen Bruder geschenkt. Der ist ja ein richtiger Zocker und kann auf jeden Fall gut gebrauchen. Aber wir gehen jetzt erstmal raus ins Strike Tower machen und dann zeige ich euch mein neues Team. So, da haben wir einen Strike Tower. Und dann seht ihr auch gleich mein Team. Den machen wir jetzt. Und dann, ja, keine Ahnung, zeige ich euch kurz mein Team oder so. Ja, Jurassic World Alive. Ihr seht es an meinen Dinos, ich zocke eigentlich sehr viel sogar noch. Nur, ja, die Zeit für ein Video findet sich nicht und ich weiß auch nicht genau worüber. Jetzt natürlich Halloween-Event. Alter, wir haben sogar, die Flugsauger sind gekommen und wir haben die verpasst, also seitdem kein Video mehr. Sandkapseln sind gekommen, also sowas ähnliches wie Rauch, also so viele Sachen. Und jetzt demnächst kommen auch noch so Gilden und sowas anscheinend. Also schon eine Menge los in dem Spiel. Aber wie gesagt, videotechnisch leider nicht viel. Nach langer Zeit mal ein Update, aber ja, ich weiß nicht, wie die Zukunft von Jurassic World Alive jetzt auf dem Kanal aussehen wird. So. Der Tower hier ist ziemlich leicht, obwohl der epic ist. Ich bin gespannt auf den Tower dann morgen, übermorgen. Morgen ist es. Letztes Mal war Indominus, genau, Indominus Rex. Er hatte mein Team richtig krass aufgebaut gegen Tarnung und dann setzte er nicht ein einziges Mal Tarnung ein. Hab es dann erst beim zweiten Mal geschafft, aber da easy dann. So. Ja, ja, ja. Bam, bam, bam. Der eine ist eh geschwächt. Der ist One-Hit jetzt weg. So. Das war die vorletzte Stufe. Das Teil hatte ernst viele Stufen. Oh, er hat's überlebt. Aber, ja, okay. Er macht ready to crush. So eine schlechte Attacke. Auf jeden Fall, der Tower hat ernst viele Stufen. Ich habe aber natürlich schon alle vorbereitet. Jetzt nur noch zwei. Nach der hier nur noch die letzte Runde. Tower bringt natürlich, ich liebe die Tower, das war eine der besten Ideen. Eine Menge Spaß, eine Menge Content und eine Menge Gold. So. Und ich habe diesen neuen Raptor hier. Ich liebe den. Er macht eigentlich kurzen Prozess mit den meisten Sachen hier. Er ist schon ziemlich heftig. Aber jetzt in den höheren Rängen. Oh, sag mir nicht, das ist wieder hängen geblieben. Manchmal bleibt es einfach immer hängen. Ja, ist hängen geblieben. Muss mal kurz neu starten, dann sehen wir uns wieder. Okay, weiter geht's. So, weiß nicht genau, was passiert ist. Aber egal, sollten wir trotzdem easy schaffen. Durch Syntec, ja.
habe gerade gesehen, er lag 1-0 vorne. Ist natürlich nicht gut. Unser Dino hier ist auch schon geschwächt ein wenig. Was kann der? Defense, Destroy, Shield. Oh ja, das ist nicht gut. Oh Mann. Nicht, dass ich hier diesen Tower unterschätze. Oh mein Gott. Er ist 2-1 vorne. Okay, der letzte Dino ist geschwächt, das wissen wir. Also an sich, wenn ich hier den hier rufe, dann macht er Bam Bam Bam. Macht er das hier, das tötet ihn, glaube ich. Weiß ich gerade nicht. Das tötet ihn, sehr gut. Okay, jetzt kommt der Dino, der geschwächt ist. Der kassiert jetzt einfach das hier. Es sei denn, er macht irgendwas Verrücktes, das uns kritisch tötet aus dem Nichts. Mit Armor, mit 3600 irgendwas. Okay, natürlich nicht. Alles klar. So, öffnen wir den Inkubator. Also Inkubatoren sind das Beste in diesem Spiel. Und... Puh, 11.000 Gold. 3.000 von dem, ja. 1.800 von dem, ja. 130 von dem. 300 von dem, okay. 400 eher. 211 von Baronix, nice. Das habe ich gebraucht. Das habe ich nicht gebraucht. Das ist nicht schlecht. Den können wir jetzt direkt auf Level 15 hochleveln. So. Wo bist du? Hier. Weil auf Level 15 kann ich mir dann den machen. Oh, ich habe nur noch DNA von ihm. Ich habe sogar überschüssige DNA. Nice. Das heißt, ich kann sogar zweimal pushen. Zweimal fusionieren. Okay, okay, ich hätte nicht... ich hätte einfach auf dem drauf bleiben sollen. Hier. Hm, 30. Okay. Okay. Und? Und? Oh, 50. Sehr nice. 30 und 50. Krasse Sache. Das nenne ich saftig. So, noch kurz mein Team. So sieht mein Team momentan aus. Die zwei Epics hier. Ja, von denen bin ich nicht so überzeugt, aber ich habe nichts Besseres zum Reintun. Den spielen viele, aber ich bin irgendwie nicht so überzeugt von dem. Aber ja, das war's eigentlich so mit dieser Folge und meinem Team. Könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, wie euer Team momentan so aussieht. Und vielleicht habt ihr Alternativen für mich, für diese zwei. Es kommen demnächst noch ein paar Legendäre dazu. Aber das dauert noch ein Weilchen. Das war's mal wieder mit einer Folge Jurassic World Alive. Es ist in der Zwischenzeit der krasse Strike Tower aufgetaucht. Klasse Epic Strike Tower. Da sind zwei schilddurchbrechende Kreaturen, Dinos. Beide Level 30 und ja, ich bin kläglich gescheitert. Die haben alle so 5000 jeweils Leben und zocken, erhöhen ihren Angriff und zocken halt und durchbrechen Schild und Armor. Ey, ich habe keine Ahnung, wie ich die fertig machen soll. Ja, auf jeden Fall die Epic Tower, Epic Strike Tower, wo zwei Dinos am Start sind, die sind so schwer. Also die sind nicht mal so schwer, dass ich es nicht schaffe, sondern die sind so schwer, ich kann mir nicht mal vorstellen, nicht mal annähernd vorstellen, wie ich eine Chance habe, die zu schaffen. So schwer sind die. Aber ja, mal schauen, was ich mit Jurassic World Alive mache. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob da noch mehr Videos folgen, wie und wann und wo. Ich habe da immer noch nicht das richtige Gefühl, die, ja, so richtigen Platz für Jurassic World Alive gefunden. Aber privat, ich zocke es sehr gerne nebenbei. Vor allem jetzt mit dem neuen Handy kann ich Pokémon Go im Hintergrund haben, Go Plus an und dann Jurassic World Alive zocken. Mit dem alten Handy ging das ja gar nicht. Sobald ich aus der App rausgegangen bin, hat sich die App geschlossen. Sogar wenn ich kurz auf WhatsApp war oder so. Aber wie gesagt, das war's von mir. Wie mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Nee, Alter, was laber ich? Jurassic World Alive, ja. Zockt's oder zockt's nicht. Aber es ist ein gutes Spiel.